Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Bontis Philosophie Log. So, die Woche kam jetzt leider nicht so viele Videos, mei. Ihr wisst ja, Real Life. Fangen wir direkt mal an. Als nächstes hätten wir diesen Satz hier: Ewiger Kreislauf der Anpassung, Mensch auf einmal was Besonderes. So, mit dem ewigen Kreislauf der Anpassung ist natürlich die Evolution gemeint. Und ich setze mich jetzt, hier frage ich mich nun, warum wird der Mensch von Menschen als so was Besonderes betrachtet, obwohl eigentlich das Ganze nur ein ewiger Kreislauf der Anpassung ist, auf das, was am besten funktioniert? Wenn wir es einfach mal so sagen, wir brauchen alle Möglichkeiten, wie irgendetwas überleben kann auf einem Planeten. Da würden wir wahrscheinlich genau oder da würden wir. Also wir bräuchten einmal alle Möglichkeiten und alle Möglichkeiten, die auch entstehen und weiterentwickelt werden können. Weil wenn sie einfach da wären, so schnipp, dann gäbe es noch mehr. Aber das ist ja dann die Evolution, ja? Alle Möglichkeiten, die entstehen können. Beziehungsweise alle Möglichkeiten, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt da so und so viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass Bakterium entsteht, ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass sich das weiterentwickelt. So, oder dass es sich richtig weiterentwickelt. Hat es ja bei uns dann und im Endeffekt ist der Mensch rausgekommen. Also einmal ganz grundlegend ist es völlig überheblich zu sagen, dass der Mensch mehr wert ist als Tiere oder irgendwas anderes. Weil eigentlich es ist, und das ist auch meine, mehr oder weniger meine Glaubensform, Nihilismus. Sowieso scheißegal. Weil die Bakterien und die kleinen Tiere, die wir meist als minderwertig betrachten, benutzen nur einen ganz anderen Mechanismus, um sich sozusagen am Leben zu erhalten. Sie machen statt wenig, aber gut, also sozusagen Qualität statt Quantität, wie wir machen, machen sie Quantität statt Qualität. Schön viel rauspumpen und die, wo gerade rausgepumpt wurden, auch wieder schön viel rauspumpen lassen, so bis alles überschwemmt wird damit. Insekten oder so, das könnte man ja. Bei Menschen ist es halt eher so, ja, immer mal wieder ein Kind und dann muss es so lange wie möglich leben. Ist halt genau das Gegenteil, aber deswegen ist es ja nicht unbedingt schlecht. Weil irgendwie haben es die Hausfliegen ja auch geschafft, bis heute zu überleben. Und verdammt nochmal, die Dinger sind eigentlich echt genial. Ich meine, die sind so winzig, können so viel, sind so und fucking so robust. Ich meine, wenn ihr schon mal versucht habt, ist nicht vielleicht hart, aber scheiße nochmal, jeder hat schon mal versucht, eine scheiß Hausfliege umzubringen. Ohne einfach nur drauf zu batschen. Das geht nicht. Du kannst sie eigentlich nur zerquetschen. Oder anzünden. Also ihr wisst, was ich meine. Also man kann sie nicht ersaufen. Man kann sie nicht ersticken. Die Dinger verrecken von solchen Sachen so gut wie nicht. Es ist scheißegal. Und du kannst sie selbst wenn manche Leute sie schon zerquetscht haben, fliegen die immer noch weiter. Das sind unglaublich robuste Dinger. Wenn der Mensch auf derselben Größenebene wäre und man ihm derartiges zufügen würde, wäre er bei allem sofort tot. Deswegen sind Fliegen eigentlich schon genial. Es sind kleine Überlebensmaschinen im Gegensatz zu uns. Wir überleben auf einer anderen Basis. Und dann kommen natürlich auch noch Säugetiere und so. Säugetiere sind auch interessant, weil man muss die Komplexität perfektionieren, um die Evolution weiterführen zu können, sagen wir mal. Damit würde ich dann hier auch gerne einsteigen. Also, wir haben lange gebraucht, uns anzupassen. Jetzt überlegen wir mal die Evolution. Wie lange hat die immer gebraucht? Bis jetzt das nächste Säugetier in der Evolution entstand, war es einfach, das hat immer Jahrmillionen und mehr gedauert. Und jetzt kommt hier dazu, dass in den letzten paar tausend Jahren die Menschen sich rasant weiterentwickelt haben. Aber was haben sie eigentlich weiterentwickelt? Die Evolution ist nämlich nicht schneller geworden. Die bleibt relativ gleich langsam. Immer ein bisschen, ne? Was jetzt schneller geworden ist, ist der Mensch, wie er eine äußere Veränderung auf die Umwelt bewirkt. Das ist, wo es gefährlich wird. Und ich sage, genau hier liegt unser Fehler, der menschliche Fehler. Wir haben so viele Sachen in den letzten 2000 Jahren verändert und hatten aber nicht die letzten 2 Millionen Jahre, die wir gebraucht hätten, um uns eigentlich an diese Sachen anzupassen. Und das sind 200.000 Jahre, das würde wahrscheinlich auch schon reichen.
Aber wir verändern permanent alles total schnell. Und weit, weit, weit außerhalb des Anpassungsrhythmus der Evolution. Weil, beispielsweise, wenn wir jetzt an sowas gehen wie Umweltschutz. Warum ist jetzt zum Beispiel Umweltschutz so ineffektiv, sagen wir mal heutzutage? Der Fakt ist, um halt nun mal ein wirklich 100% funktionierendes Umweltsystem zu machen, müssten wir eigentlich 90% der Dinge, die wir heutzutage besitzen, einfach wieder abgeben. Computer, luxuriöses Essen, Auto, all diesen ganzen Scheiß. Alle Luxusgüter müssen wir abgeben und mit den normalen Grundgütern müssten wir wahrscheinlich dann auch noch geizen. Das ist die Wahrheit. So, und jetzt gibt's da jeder einzelne Mensch hat eine kleine Entscheidung in seinem Leben. Breche ich ab? Sage ich, ich gehe wieder zurück in die Wildnis beispielsweise? Oder beziehungsweise in den Stand, in dem mein Körper sozusagen richtig passt? Denn wenn jetzt der heutige Mensch, war ja noch gar nicht fertig mit erklären, also es ist jetzt so, wir haben jetzt diesen Besitz, ne? Und jeder Mensch sagt sich, ich will das jetzt nicht abgeben, ich habe keine Lust, das abzugeben, wenn ihr jetzt vor euch, sagen wir mal, ein neues Smartphone liegen habt. Sobald ihr sagt, ich will das nicht abgeben, seid ihr schon, also das ist so ein ganz, ganz kleines Stückchen, das ihr euch gönnt. Dieses kleine Stückchen, ne? Ihr wisst schon, jeder gönnt sich so ein kleines Stückchen. Bei manchen ist es kleiner und bei Reichen ist es meist größer. Aber jeder gönnt sich sein kleines Stückchen. Nur, jetzt ist ein Problem. Wir sind im Moment 7 Milliarden Menschen. 7 Milliarden. Und was ist, wenn 7 Milliarden kleine Stückchen zusammenkommen? Dann haben wir ein verdammt großes Stück Scheiße hier rumliegen. Und was ist das? Umweltverschmutzung, Umweltvergiftung, Zerstörung der Natur, beispielsweise. Aber auch genauso die ganzen fanatischen Religionen beispielsweise, die sich selber einfach nicht dieses Stück Scheiße auspflanzen können und sagen können, vielleicht ist es doch nicht so richtig, was ich hier mache. Nee, die halten halt einfach weiter fest an ihrer Fanatik zum Beispiel. Und es gibt da ganz, ganz, ganz viele Sachen. Überall ist dieses Prinzip von dem kleinen Stück Scheiße. So, jetzt gibt es also eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen so weiter und irgendwann fällt dieser, fällt, also man könnte sich das so vorstellen. Wir haben ein Dorf. Je größer das Dorf ist, je mehr müssen die Leute scheißen. Und wenn alle immer auf den Haufen scheißen würden, dann würde der Haufen, je größer das Dorf ist, voller vollgeschissen, schneller vollgeschissen werden. So. Jetzt ist es der Faktor, dass so viele Menschen existieren, die so schnell alles vollscheißen und dabei die Evolution nicht mehr nachkommt, das wieder zu korrigieren. Diese drei Faktoren kommen zusammen. Und die werden in einem ultimativen, oder die werden, die geben einfach eine Scheißkombination, weil irgendwann ist der Haufen hinter dem Dorf so groß, dass er anfängt zu rollen. Und verdammt nochmal, der Haufen Scheiße überrollt das Dorf, wenn ihr diese Metapher versteht. Ja, der Haufen Scheiße, den wir da über Jahre und Jahre hingekackt haben, fängt an, sich zu bewegen und überrollt das Dorf. So. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die ganzen Leute im Dorf verrecken an der Scheiße, weil sie alle irgendwelche Krankheiten kriegen oder so. Verrecken halt einfach an der Scheiße. Oder es gibt ein paar Überlebende und die machen es dann besser. Das wäre dann die Frage. Wie wird hier in diesem Effekt die Evolution, also die natürliche Aussonderung, stattfinden? Wird der Mensch reduziert aufgrund vom natürlichen Ausgleich, ne? Wir waren zu schnell und haben deswegen so, und das Ding ist halt auch wirklich, je schneller das Ganze passiert, desto schneller rollt auch der Haufen Scheiß, ist ja klar. Ja, je schneller wir voll scheißen, je schneller ist er auch am Rollen. Und in echt ist es dann natürlich auch noch wie heftig. Ja, je schneller, je heftiger, weil wir ja da sozusagen noch nicht. Je schneller wir den Haufen vollscheißen und er anfängt zu rollen, desto weniger Zeit haben wir zu überlegen, warum, ob wir nicht irgendwas dagegen machen sollten. Im Moment ist für mich persönlich der Haufen Scheiße eigentlich schon so gut wie am Rollen, ja. Im Moment merken wir das natürlich nur schwach, das merken jetzt halt erstmal die dritte Weltländer und so. Das Ganze liegt an einem Ding, das Geldsystem funktioniert noch.
Das Geldsystem funktioniert noch. Das ist was, was uns heutige Menschen überhaupt noch sozusagen an diesem Ganzen festhält. Denn was ist denn das Geldsystem? Das Geld ist der Markt. Und was ist eigentlich der komplette Markt zusammen? Ist ja eigentlich was mal ein Tauschgeschäft, aber damit, dass die Banken da eingestiegen sind. Jetzt wird es nämlich interessant. Die Banken kamen, was haben die Banken gemacht? Wo haben die Banken eigentlich ihr Geld? Ja, fragen wir uns das mal. Also, ich gehe zur Bank und zahle 100 Euro ein. Die Bank sagt jetzt, juhu, 100 Euro. Ich leihe jetzt 10 Leuten 100 Euro. Ja, weil nur einer hier wirklich wiederkommt und die 100 Euro auch wirklich von mir will. Das war ja natürlich ganz schlau. Die tun dann natürlich. Also, da gibt es zwei Variablen. Je mehr Geld du verleihst, ja, ohne dass du es wirklich besitzt, desto schneller rollt der Haufen Scheiße. Zumindest für die Banken in dem Fall. Und je weniger du weiterverteilst, desto sicherer ist es. So, und was braucht man denn, damit das Ganze dann nicht auffliegt? Weil irgendwie, wenn man dann einfach nur diesen einen Typen hätte, der immer sein Geld einzahlt und die 10, die irgendwann ihr Geld ausgezahlt haben wollen, dann würde die Bank dastehen und sagen, ups, ich hatte gar nicht so viel Geld. So, also was macht die Bank, um das zu verhindern? Tja, überlegen wir doch mal. Mehr Leute müssen mehr Geld einzahlen. Damit die Bank dann nicht untergeht, muss die Bank wieder mehr Geld verleihen. Und dieses Gleichgewicht, dieses Verhältnis ist ganz wichtig. Dieses Verhältnis sagt dann nämlich im Endeffekt, was genau, also wie genau geht es denn weiter? Bei uns im Moment ist es ja so, das gab es sogar schon heutzutage, Zypern. Zypern, Bank ging pleite. Und wisst ihr, was passiert ist? Das ist genau dasselbe, das ist so interessant, weil es ist eine logische Schlussfolgerung, allein aus dem Ding, wie es funktioniert, trotzdem scheint es keiner zu checken. Wenn, also, ich sage euch jetzt ganz einfach, wenn die Bank irgendwann auf Null kommt, das heißt, so viele Leute ihr Geld auszahlen, dass die Bank kein Geld mehr hat und dann sagen muss, ich habe kein Geld mehr, tut mir leid. Was heißt denn das? Ja, wenn man jetzt mal logisch überlegt hat, dann weiß man, dass es einfach nur heißt, dass alle, die zu diesem Zeitpunkt noch Geld auf dieser Bank haben, kein Geld mehr haben. Alles Geld ist weg, egal wie viel, egal wer du bist, es ist scheißegal, denn die Bank hat kein Geld mehr. Wer zuerst abhebt, hebt am besten ab. Ja, da guckt ihr. So, jetzt da wird nämlich das auch ganz interessant mit der Frage, warum wollt ihr denn immer um alle Mittel diese Banken am Leben erhalten und schieben denen das Geld in den Arsch, dass es nur so kracht? Ganz einfach, damit nicht das passiert, was mal in Zypern passiert ist. Dadurch ist der Bitcoin noch schön angestiegen letztens. Oder vor ein, zwei Jahren, meine ich. Ganz einfach, genau das an Zypern passiert. In Zypern hatten die Banken nicht mehr genug Geld, konnten nicht mehr nachbezahlt werden und alle Bürger haben ihr Geld verloren. Alles Geld war weg. Weg. So, der Witz war, es war genau derselbe Scheiß wie bei der NSA. Es war genau derselbe Scheiß. Man hat kurz geguckt, so, oh, guckt mal da in Zypern, die dürfen alle nicht mehr auf ihr Bankkonto, ihr ganzes Geld ist weg. Und seitdem habe ich nichts mehr davon gehört. Aber wie ging es eigentlich weiter da mit den Leuten in Zypern, hä? Die haben ja jetzt nicht unbedingt, also ich weiß ja auch nicht, ne? Ich habe dann das nur so weit verfolgt bis dahin, dass der da angefangen hat, Bitcoins zu verwenden. Naja, so, und jetzt wird es nämlich interessant. Was ist denn jetzt, oder beziehungsweise, wie verhindert denn jetzt der Staat, dass das passiert? Ganz einfach. Jetzt kommt nämlich das, warum die Wirtschaft so groß ist. Wenn nämlich die Wirtschaft aufhören würde zu expandieren, dann würde genau das passieren. Da würden die Banken pleite gehen. Was mit der Wirtschaft genau passieren würde, ist schwer zu sagen, weil die verdammt groß ist und verdammt vielfältig. Aber die Banken würden alle einstürzen. Alle einstürzen. Sobald die Wirtschaft nicht immer größer wird, würden die Banken einstürzen. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, da die Wirtschaft immer größer werden muss, heißt es, es muss auch immer mehr gearbeitet werden. Das kann durch mehrere Sachen erzielt werden. Entweder mehr Menschen, beziehungsweise eigentlich, sagen wir erstmal so,
Wir brauchen also, wir machen mehr Arbeit, ja. Was soll, wenn es überhaupt keine Arbeit gibt, weil schon die ganze Maschinenarbeit beanspruchen. Ämter, Kammern, Politik. Da pumpen wir einfach, und jetzt sage ich nicht nur irgendwelche Sachen, die für uns unnötig sind oder so. Ja? Diese Aufzählungen haben den Zusammenhang, dass sie eigentlich überhaupt nichts tun. Effektiv, wenn man es rein materiell betrachtet, tun sie nichts. Nichts. Sie stehen, sitzen nur dran und verarbeiten irgendwelche Informationen. Und jetzt überlegt mal. Wie viele Arbeitsplätze in dieser Wirtschaft? Manager, Vorarbeiter, also welche, die den Leuten nur sagen, was sie zu tun haben. Und so weiter. All diese Leute, die nicht wirklich effektiv was tun. Und sei es irgendwie, es gibt so viele Sachen, die schon gar nicht mehr sein müssten, die vom Markt überhaupt nicht mehr unterstützt würden, die schon längst zum Zusammenbrechen verurteilt wurden. Aber wisst ihr, was wir dann machen? Wir sagen, ah, da verliert jemand Arbeitsplätze, lass da Geld reinpumpen. So. Und dann kommt der nächste Witz. Was ist denn eigentlich, wenn der Staat Geld verleiht oder Geld weggibt, ja? Der Staat sind doch wir. Ganz einfach. Und der Staat spielt mit Milliarden. Der Staat spielt mit Milliarden. Und jetzt wollte ich mal wieder eine kleine mathematische Gleichung machen. Das ist so witzig. Da kann man lauter schöne Sachen machen, weil das einfach echt interessant ist. Ich mache schon wieder viel zu lang. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das Ding hier nennen soll. Auf jeden Fall, wenn der Staat jetzt wie beispielsweise. Schau doch einfach mal an, für was der Staat wie viel ausgibt, der deutsche Staat. Berlin Flughafen, sage ich jetzt mal. Berlin Flughafen hat uns 8 Milliarden gekostet, aber die Leute sehen immer nur so 8 Milliarden. Na ja gut, das ist verdammt viel. Aber warum zum Geier nimmt jemand nicht einfach die mathematische Methode zu berechnen, wie viel es wirklich von seinem eigenen Geld ist, was da verschleudert wurde? Und das ist so einfach, ihr müsst davon überlegen, wie viele Menschen sind in Deutschland, wie viel Geld? 80 Millionen, 8 Milliarden, das ist das Hundertfache. 100 Euro von jeder Person in Deutschland wurden in diesen Flughafen investiert. Wenn irgendein Reicher 80 Milliarden besitzen würde, besitzt er für jeden Menschen in Deutschland oder irgendein Deutscher, der 80 Milliarden in Deutschland hat, dann wären das von jedem Deutschen 1000 Euro. Das heißt, wenn jetzt mal so irgendein Reicher, wenn ihr hört, oh, da hat schon wieder ein Reicher 3 Milliarden da und dahin geschoben, hat die Politik 5 Milliarden in den Krieg investiert und so weiter, könnt ihr das jetzt alles umrechnen, wie viel von eurem Geld eigentlich dafür drauf geht. Machen wir doch mal ein Beispiel, würde ich fast sagen. Ja, machen wir mal ein Beispiel. Also, wir geben jetzt hier ein Staatsausgaben. So, das würde mich jetzt mal interessieren, ich weiß es selber nicht. Oh, das sieht doch sexy aus. Also, 700, 270 Milliarden, das kommt genau hin. Also, 2007. Und jetzt gehen wir mit der Mathematik rein. Guckt, Leute. Also, wir haben 270 Milliarden Euro. 70 Milliarden geteilt durch 80 Millionen, also es wären jetzt hier sozusagen 270 Millionen, 270.000 Millionen geht natürlich 80 Millionen. Das sind 3.400 Euro von sozusagen jedem. Du gibst 3.400 Euro im Jahr, du, der dir jetzt hier zuhört, jeder hier, jeder Einzelne für all diese Sachen aus. Du gibst Scheiße, das muss ich jetzt alles umrechnen. Du gibst hier Leistung an die gesetzliche Rentenversicherung. Zum Beispiel, so und so viel Geld wird für Renten ausgegeben. Also, wow, das ist echt so viel, Mann. Scheiß die Wand an, ey. Verdammt nochmal, die Rentner sind echt teuer. Wow. Fast ein Viertel. Fast ein Viertel. Das sind ein paar hundert Euro von ihm. Ja, ein paar hundert Euro von ihm gehen an die Alten. Okay, kann man vertreten. Arbeitsmarktpolitik. Was ist denn das? Arbeitsmarktpolitik, das würde mich jetzt interessieren. Arbeitsmarktpolitik. Das klingt so scheiße. Arbeit, Markt und Politik in einem Wort und dafür wird richtig viel ausgegeben. Ist ein Teilbereich der Arbeitspolitik und umfasst alle Maßnahmen der öffentlichen Hand. Öffentlichen Hand.
Die öffentliche Hand holt mir einen runter. Nee, Spaß. Oh Mann, das muss jetzt aber einfach sein, die öffentliche Hand. Ich glaube, ich habe den Witz mal in der Schule gebracht. Die eine regulierende Funktion auf das Zusammenspiel von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage in einer Volkswirtschaft haben die Einsatz. Aha. Phänomene zeigt die gesellschaftlichen Wünschenswerte. Und da klingelt mein Handy. So. Ich werde jetzt auch nicht so viel weiter drauf eingehen, aber hier Arbeitsmarktpolitik, was zum Geier bringt es? Das ist fast ein Viertel. Aha, das ist also Harz. Jetzt wäre die Frage recht interessant. Wie? Das ist nämlich echt was. Habt ihr mal die ganzen scheiß Arbeitsämter gesehen? Das sind alles hochmoderne Einrichtungen. Verfickt nochmal. Haben wir zu viel Geld? Scheiße nochmal. Die leben wahrscheinlich. Die ganzen Leute, die ich lebe, leben in einer versifften Dreckshütte irgendwo am Ende der Stadt, wo nichts ist. Ich hab gesehen, schaut euch im Arbeitsamt an, alle, alles neu, alles top. Mann, woher haben die die Kohle? Ich meine, wir haben doch so wenig, wir müssen doch immer kürzen, wir haben doch nicht so viel Harz, wir müssen doch mal schauen, dass die irgendwelche Arbeitsplätze kriegen. Aber nö, die Arbeitsämter und die Kammern und die ganze Scheiße, die alle kriegen die besten Gebäude, die kriegen die besten Ansprüche, die super Löhne. Klar, stimmt alles Harz. Ich glaube, wetten, also ich würde es echt, ich will wissen, wie viel Scheißgeld dafür ausgegeben wird, dass die so geile Hütten haben und für die ganzen, die in der Arge hocken und so. Ich weiß ja nicht, ob die Arge jetzt sich selbst finanziert, von welchem Geld, die verdient doch überhaupt nichts. Kriegt doch nur vom Staat was. So, Zinsen. Oh ja, super. Also wir zahlen dann auch nochmal 40, 40, das sind 40, 8 Milliarden mal 100. 500 Euro im Jahr zahlt jeder einzelne Bürger von uns einfach nur ins Nichts. Für die Staatsschulden. Nichts. Das gibt es nicht. Das existiert überhaupt nicht. Wir zahlen also mehr oder weniger, weil Staatsschulden sind ja eigentlich nur Zinsen für Banken. Wir zahlen also jedes Jahr 500 Euro, 500 Euro im Monat an die Banken, einfach nur, damit sie weiter existieren. In Form von Zinsen. Einfach nur, damit sie weiter existieren. Die blöden Scheiße, die uns alles kaputt machen. Ich will eine Welt ohne Banken, ohne Spaß. Das wäre ein Traum für mich, weil das ist ein scheiß Schneeballsystem. Das ist ein System, das nicht funktionieren kann. Und es liegt so auf der Hand. Hier ist der Beweis. Das ist die Scheiße, Alter. 500 Euro im Jahr für nichts. Innere Sicherheit, das sind jetzt Kleinigkeiten. Das ist natürlich, überlegt euch das mal, für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung geben wir ja die Hälfte aus, wie dafür, dass die Banken da bleiben. What the fuck? Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung und Kultur. Viel mehr, aber warum nur so wenig? Ganz ehrlich, Mann, das sind gute 100 Euro. Wenn ihr diesen Scheißkreis selber einteilen könntet, das ist für mich wäre der perfekte Start. Wenn ihr diesen Scheißkreis selber einteilen könntet, wo würdet ihr eure 3.500 Euro im Jahr hinverteilen? Würdet ihr auch den Alten so viel geben? Das sind 1.000 Euro für die Alten von uns im Jahr. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich den Alten so viel geben würde. Wahrscheinlich sollten wir es einfach wirklich so machen, dass es klingt zwar hart, aber scheiße nochmal, das ist die Natur. Die, wo keine Leute haben, um sie direkt zu versorgen, die haben Pech gehabt. Scheiße, das ist leider die Natur, ne? Wir können natürlich immer weiter auf unserer Rentenversicherung bleiben, aber da wird diese schöne kleine Bonner da immer größer und größer und größer, bis wir über 2000 von unseren 3500 Euro im Jahr für die Alten ausgeben. Man kann natürlich auch nicht sagen, was macht man denn jetzt? Die können ja auch nichts dafür, so ungefähr. Naja, ich persönlich, ich bin ziemlich hin und her gerissen. Das ist eine schwere Frage, aber ich würde einfach sagen, entweder sie haben Verwandte oder natürlicher Ausgleich. Das ist so hart zu sagen, ja. Das ist wirklich hart zu sagen. Aber wenn ihr genauer darüber nachdenkt, ist es halt einfach nur mal das Gesetz der Natur. Und das Gesetz der Natur hat die Natur überleben lassen. Seit Anbeginn der Evolution, ja. Wie viele Jahre ist es jetzt her? Millionen? Ja? Und wir sind hier mit unserem System,
Mit unserem komischen System seit wie lange? 100 Jahren? Und jetzt kommt mir nicht mit, hey, warte mal, 100 Jahre sind das jetzt aber wirklich nicht. Nee, doch, vor 100 Jahren war es ein komplett anderes System. Da war Hitler, da war Scheiße, da war alles anders, ja. Unser System ist das System von den letzten fünf, innerhalb der letzten 50 Jahre wurde unser System gemacht. Und die Natur macht schon viel länger, viel besser. Und auch wenn es weh tut, manchmal muss man vielleicht auf die Natur hören, auch wenn es seinen eigenen Komfort stört. Und wenn ich sage, also man muss sich auch immer über das, was man sagt, im Klaren sein. Ich bin völlig im Klaren, dass wenn ich das jetzt sage, dass es auch heißen könnte, dass mein Leben nach 50 vorbei sein könnte, weil ich halt auch in diese natürliche Selektion falle. Ja, es kann. Warum nicht? Man muss sich selbst bewusst sein, dass man immer auch genauso selber betroffen ist. Fertig. Und ich sage, ich könnte mein Leben nach 50 dafür opfern, dass wir eben so einen Riesenteil in unserem Leben, weil, hey, scheiß doch mal, nach 50 geht's mir eh beschissen, da will ich nicht mein ganzes Leben Drittel dafür zahlen. Ja, so. Und dann kann man halt wählen, so, willst du auf der Go in der Gosse hocken und verrecken, wenn du keinen Job hast, wenn du keine Arbeitsstelle findest, oder willst du lieber diese was, das soll doppelt so viel sein fast? Naja gut, sagen wir mal, diese guten 500 Euro an die Leute zahlen, die Hartz kriegen. Das ist die Frage. Und dann heißt es aber auch, dass wenn du keinen Job mehr hast, dass du dann das auch beziehen kannst. Das ist immer alles so eine kleine Frage, nicht wahr? Wirtschaftsförderung. Was ist Wirtschaftsförderung überhaupt? Das sind alle fast 100 Euro von jedem von uns im Jahr für Wirtschaftsförderung. Gut, ich will jetzt nochmal eine andere Grafik aufrufen. Ne? Vielleicht sieht man das da geiler. Ja, nehmen wir mal die. Oh, schade. Dann halt die, das ist die erste. Was ist Wikipedia? Achso, das ist eine Entwicklung des Staatsausgaben. Das ist ganz interessant, also. Was man alles nicht finden kann, ne? Ah, machen wir mal das. Staatsausgaben 2009. Soziale Sicherung, uiuiui. Achso, ja klar, weil da zählt das zusammen. Soziale Sicherung. Ja, fast die Hälfte. Warte, Religion. Tja. Das fand ich ganz gut. Freizeitgestaltung, ja, warum nicht? Und das sind scheiß 2%. Verdammt nochmal. Verwaltung. Verwaltung! Hier, diesen Teil, das finde ich unnötig. Gott, das ist schon wieder viel mehr zu Rambling geworden, als ich es wollte. Und trotzdem haben wir erst eine halbe Stunde. Recht interessant. Aber jetzt wisst ihr mal, was ich meine. Und ich bin zwar extrem von meinem ursprünglichen Thema abgeschweift, aber es ist im Grunde das, womit ich mit diesen zwei Fragen, auf was ich hinaus wollte. Also ihr versteht jetzt, unser System, was wir haben, ist nicht so perfekt wie das System der Natur. Wenn wir zu fest an unserem System anhalten. Und scheiße nochmal, das tun wir. Warte, jetzt kommt der Shit, ne? Jetzt kommt der Shit. Und zwar ist nämlich der geile Scheiß, der, wenn ihr euch jetzt überlegt, ich habe da jetzt letztens auf News auf YouTube gesehen, auf Teneriffa leben Menschen in Höhlen, das wird jetzt noch mein Abschluss. Und jetzt diese Menschen in Höhlen wollen sich nun davon abgrenzen, wollen sagen, ich will vielleicht nichts mehr mit dem Geld zu tun und mit dieser ganzen Scheiße will ich nichts mehr zu tun haben. Ich will wieder leben wie in der Natur. Ich will diese Welt noch länger als die nächsten 50 Jahre nur noch begutachten können, weil sie sonst von einem Riesenhaufen Scheiße überrollt wird. Was passiert denn mit denen? Schauen wir mal nach Teneriffa. Oh, ein weiter Blick nach Teneriffa. Auf Teneriffa gibt es Höhlen. Diese Höhlen werden meist von aus der Zivilisation ausgeschiedenen, freiwillig oder Pennern, also Leuten, die keine Wohnung mehr haben, bewohnt, um dort zu leben. Diese Leute leben unter den beschissensten Umständen in irgendwelchen Höhlen, ja. Und das ist jetzt, und das ist super. Das ist super, ja. Die Leute haben den Weg gefunden, in so scheiß Höhlen zu überleben. Und dann haben die Leute es geschafft. Sie haben sich zusammengeschlossen zu Dorfgemeinschaften und haben geniale neue Siedlungen gegründet. Aus Häusern, frei von Wirtschaft. Alle glückselig. Was kommt? Naja, irgendjemand auf Teneriffa gehört es ja. Er hat es mit Geld bezahlt. Er kam. Und scheiße nochmal, ihr könnt euch von den Flash News, von Was geht ab? Ausrufezeichen im YouTube-Channel, genau diese Teneriffa-Folge anschauen, wo die Höhlenmädchen auf Teneriffa gefallen. Das sagen genau das.
Da kommen sie mit Baggern und reißen das Dorf nieder, schmeißen die Leute aus ihren Höhlen, nur damit sie nicht mehr auf dem Grund von jemand anders rumhocken. Und jetzt sag mal, wir halten uns nicht krampfhaft an dieser Ideologie fest. Das ist mein Schlusswort dazu. Mein Appell ist halt in dem Falle, man sollte vielleicht mehr wieder, man sollte auch Sachen gehen lassen können. Wenn du deine Rolex trägst oder was, wo muss ich mal so übertrieben sein, Alter? Allein schon, dass ich einen Computer habe, ist ein perfektes Beispiel. Allein schon, dass ich etwas zu essen habe, was nicht nur das ausfüllt, wie mein Hunger, sondern mein Geschmackserlebnis auch noch ausfüllen soll. Und das jeden Tag. Wir leben alle so schön, so perfekt. Und solange du es nicht schaffst, genug davon aufzugeben, dass es für alle reichen würde im Endeffekt, bist du auch einer, der auf diesen riesigen Haufen kackt. Naja, und ich auch. Ich versuche natürlich weniger drauf zu kacken, aber wir alle kacken drauf. Und die einzigen, jetzt ist nämlich der Witz, das ist so ironisch, die einzigen, die nicht auf diesen Haufen kacken, jetzt muss ich langsam die Brille abnehmen, damit es auch cool wirkt, auch wenn ihr es nicht sehen könnt, sind Penner. Welche, die kein Zuhause haben. Die ernähren sich von dem, was sie finden und was sie ergattern können. Und leben am absoluten Nullpunkt. Das sind die einzigen, die nicht auf den Berg kacken. Oder zumindest so minimal, dass man es ihnen eigentlich schon gar nicht mehr anrechnen kann, ne? So. Und Penner klingt hier so abwertend. Lass es mich lieber so formulieren, ja? Jeder, der nicht auf ein soziales System zurückgreift, der nicht auf Geld zurückgreift. Jeder, der von der Hand zum Mund lebt. Jeder, der sich mit seinen eigenen Händen jede Nacht seinen eigenen Schlafplatz zusammenbaut. Der ist der, der die Scheiße wieder wegräumt. Der nicht auf den Haufen kackt. Und vielleicht ist es ja schon zu spät. Vielleicht ist der Haufen Scheiße schon viel zu groß, um aufhören darauf zu kacken. Aber wenn, dann gibt's nicht sowas wie ich fahre lieber Auto. Dann gibt's nicht sowas wie ich habe Lust auf meinen Job. Dann gibt's nicht sowas wie ich will meine große Wohnung nicht verlassen. Dann gibt es nur das nackte Überleben. Denn es geht hier um die Erde. Und die Evolution. Und wenn wir wollen, dass nur zum Schluss, um wieder zum Anfang zurückzuführen, damit der Faden sich vervollständigt, was ich nämlich damit erklären wollte, ist. Wir können jetzt uns überlegen, wie lange wir noch auf diesen Haufen scheißen, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Haufen ist so riesig, dass da noch viel mehr von der Evolution überrollt, weil die Evolution sozusagen noch eine viel größere natürliche Selektion dann macht. Das heißt, es werden nicht nur die Menschen verrecken, es werden die Säugetiere verrecken, es werden die Amphibien verrecken. Es kommt ganz drauf an, wie sehr wir die Erde kaputt machen. Wie sehr wir die Erde voll scheißen. Aber Fakt ist, als erstes werden wir verrecken. Als erstes. Und das ist halt überall so. Wir können natürlich darauf pokern, dass wir es nicht tun. Wir können darauf pokern, dass wir die sind, die einen Haufen Scheiß überleben. Oder die, dass wie ich beispielsweise, dass ich als Person zu einer der wenigen gehöre, die nach dem Überrollen des Haufenberg Scheiße in der Scheiße weiterleben können. Und jetzt einfach nur zu sagen, ja, der Haufen Scheiße ist eh schon bei 7 Milliarden. Die drauf kacken, obwohl sind ja nicht ganz 7 Milliarden. Darf ja jetzt hier nicht alle Menschen der Welt, das sind ja hauptsächlich die erste Welt und vielleicht auch ein bisschen die zweite Weltländer. Aber jeder, der sich Luxusgüter kauft, der ist daran schuld, dass dieser Berg immer größer und größer wird. Und es ist nämlich nicht so. Es ist ein Irrglaube, dass dieser Berg, dass es nichts mehr ausmacht. Es ist ein Irrglaube, dass es nichts mehr ausmacht, ob wir jetzt da noch ein bisschen mehr drauf kacken oder nicht. Jede Sekunde zählt. Denn jede Sekunde könnten Abermillionen Generationen von uns aufsparen müssen. Jedes kleine Stückchen Scheiß müssen die wieder verbuddeln und irgendwie wieder gerade biegen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann verhauen wir vielleicht die komplette Erde. Und wir sind schon so kurz davor. Schaut mal nach China. Schaut mal in die Smogwolken. Schaut, wie sie rumlaufen. Mit Atemschutzmasken. Ich sag's mal so, Atemschutzmasken kann man auch nicht für die nächsten paar Millionen Jahre produzieren. Und das gilt noch für viel mehr als nur Atemschutzmasken, meine Freunde. Medizin,
die ganzen Luxusgüter, die haben Essen, Trinken. Das ist alles ziemlich schwer zu produzieren, wenn je mehr Scheiße drauf ist. Gut. Und ich könnte jetzt noch ewig darum reden und so. Sagt mir mal eure Meinung. Stellt mir Fragen, die ich erklären soll in den nächsten Videos. Und damit sage ich Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich freue mich drauf, vielleicht, wenn wir Verständnis, Gedächtnis, Bewusstsein, Unbewusstsein und diese Dinge machen. Bis dann, meine Lieben. Wir sehen uns.